das Schminken dauert. In der Zeit, in der Frauen ihr Gesicht bemalen, bemalen Männer ganze Gartenzäune. Meine Ex kam am Sonntag immer so spät zum Frühstückstisch, da waren die meisten Eintagsfliegen schon tot. Oder essen gehen. Es sind nicht alle Frauen, ich weiß, nicht alle, aber einige Frauen, die haben Zeit. Essen gehen, meine Ex. Die saß die ganze Zeit vor dieser Speise, immer so. Ja, was macht sie denn? Am Anfang dachte ich noch, sie prüft die Rechtschreibung. Bis sie sagte, Matthias, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich sagte, Mausi, wir sind in einer Currywurstbude. Möbelkopf ist das Härteste. Das ist die Todeszone für jeden Mann. Ist härter als der Iron Man. Welche Couch, welche Stoff, welche Farbe? Mit Bettkasten, ohne? Mit Fußverlängerung, ja, nein, elektrisch verstellbar, gibt es noch Rabatte, können wir noch was am Preis machen. Der Verkäufer informiert, diskutiert, transpiriert, telefoniert, halbiert und kurz vor Vertragsabschluss meint sie, ach komm, lass uns woanders schauen. Ich höre immer, Frauen sind friedlicher. Nein, Frauen brauchen einfach länger. Für einen Blitzkrieg kommen sie einfach zu spät. Oder bügeln. Warum muss ein Schlüpper gebügelt werden? Meine Mutter hat tatsächlich in den 80ern, die hat meine Jeans gebügelt, in den 80ern, die Jeans auf Bügelfalte. Mann, war ich geknickt. Wobei, ich weiß, ob das heute wieder angesagt wird, weil diese Trends sind ja wieder, die 80er kommen ja wieder. Ne? Wir wurden ja noch beschimpft wie in den 80ern, ne? Mit den weißen Strümpfen, weißen Schuhen, jetzt haben wir schon wieder so rum. Nur die heute sind ja noch schlimmer. Die haben mittlerweile die weißen Strümpfe, haben sie schon mal gesehen, in Leipzig haben die Strümpfe. Über den Hosen, haben sie schon, über den Hosen. Die Männer, Strümpfe über den Hosen, die sehen aus wie schwule Störche. Diese Trends, die jungen Mädels haben seit einigen Jahren, achten wir drauf, die haben seit einigen Jahren keine Strümpfe mehr. Selbst bei 10 Grad minus, oben haben die drei Jacken und keine Strümpfe. Weil jeder weiß, wo es am wärmsten. Diese komischen Trends oder diese Hipster, kennt ihr auch, Düsseldorf und Leipzig auch. Das sind die jungen Männer mit diesen Bärten. Sehen aus wie kanadische Holzfäller. Brauchen wir aber länger Bart als jede Frau. Sind doch keine Männer. Ein Pony wird auch kein Rennpferd, wenn er sich ein Bart anklebt. Es gibt so seltsame Trends. Sein Essen fotografieren, auch so ein Trend. Essen fotografieren. Warum fotografiert man sein Essen? Um bei Facebook oder Instagram zu zeigen, guck her, ich kann mir Essen leisten. Wisst ihr, mein Opa kommt aus einer großen Familie, mein Vater kommt aus einer großen Familie. 6 Kinder nach dem Krieg. Die hatten noch Hunger, aber die gibt es ja Hunger mehr. Die hatten Hunger. Und da hat er mir Folgendes erzählt. Die Oma hat sozusagen immer Eierkuchen gemacht, so ein Stapel. Und alle saßen mit Messer und Gabel davor, Anschlag, verfressen. Und warteten in dem Moment, wo die Oma den Teller weggenommen hat und dann ging's los. Ja! Wer da auf die Idee kommt zu sagen, wartet mal, ich will noch ein Foto machen. Der könnte seinen Teller wieder wegstellen. Vor allem, was machst du mit den Bildern? Guckst du dir irgendwann mal diese Essensbilder wieder an und sagst, Schatz, guck mal, 2016, das war das Jahr, wo ich so viele Eichbeine gegessen habe. Ja, Schatz, das ist so das Jahr, seitdem wir von dir keine Bikini-Fotos mehr machen. Trends, gibt seltsame. Feng Shui, so ist Feng Shui. Wir verstellen die Möbel, die Energie kann fließen, aber die kommt nicht mehr durch. Dunkelrestaurants, die kommen in Leipzig auch, ne? Dunkelrestaurants, gibt's auch. Ne? Da musst du hingehen, Was soll das? Wenn ich jemanden nicht sehen will, gehe ich mit ihm nicht essen.